Michael, so schnell geht das. Letzte Woche enttäuscht, heute wahrscheinlich sehr glücklich, dann auch noch gegen deinen Ex-Verein. Wie hast du das Spiel ja so erlebt in 90 Minuten? Ja, ich denke, Rostock ist die erste Viertelstunde besser ins Spiel gekommen und dann sind wir eigentlich auf Tor gekommen, hatten eigentlich gute Torchancen, gehen in Führung durch ein schönes rausgespieltes Tor und dann kriegen wir das Gegentor und die zweite Hälfte war dann, glaube ich, viel Krampf dabei auf beiden Seiten, hart umkämpft, hat man gesehen und dann glaube ich einfach das Quäntchen Glück, was wir in den letzten Wochen nicht hatten und einfach das Tor gemacht und dann wieder gut verteidigt und das Spiel gewonnen. Warum war nach der Führung so ein bisschen so ein Bruch drin? Bruch weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob Rostock da auch großartig Chancen hat. Ich meine, die hatten in einem Ball, der immer länger wurde und dann steht der Platt richtig und dann macht er den Weg, aber ja, ob wir da großartig Probleme hatten, weiß ich. Das war halt die eine Szene, die müssen halt besser verteidigen und dann kriegen wir das Tor nicht. Was aus deiner Sicht ein Foul beim Gegentor? Ihr hattet protestiert? Ja, ich habe es jetzt nicht mehr gesehen. Es sah schon so aus, als ob er kurz einmal die Hände draußen hat, aber es geht dann halt auch so schnell. Ist schwer zu sagen, aber ich glaube, auf andere Seite hätten wir wieder auch vielleicht einen Handelfmeter in der ersten Hälfte kriegen können. Ich glaube, in den letzten drei Spielen hätten wir eigentlich immer Elfmeter kriegen können. Wir kriegen da zurzeit, wir müssen uns alles hart erarbeiten. Und heute haben wir es ordentlich gemacht, was die kämpferische Leistung angeht und das Fußballerische kommt auch wieder. Wie schön ist es, gegen den Ex-Verein zu gewinnen? Och, das ist mir eigentlich relativ egal. Vom ersten Rostock habe ich jedes Spiel wieder gewinnen. Ich war zwei richtig schöne Jahre in Rostock, auch wenn das zweite Jahr nicht so sportlich so gut lief. Aber wie gesagt, ich gönne ihnen eigentlich nur alles Gute. Alles klar, danke. Thank you.